Und wieder ist ein Hund tot. Wie kommen die Hunde immer wieder raus? Ich muss irgendwo eine Sicherheitslücke haben. Sollte ich bei Zeiten mal verfolgen. Ja, Rosette ist dasselbe. Okay. Wir haben jetzt irgendwo eine ganz tolle Mauer da. Ja, gut. Mach den mal weg. Mach den mal dahin. Den mal dahin. So, also das hätten wir jetzt auch einigermaßen. Das müssen wir noch für die Großen machen. Das müssen wir noch für die Berserker machen. Kann aber soweit warten. Ich würde jetzt gerne mal gucken, ob ich die Knochen da reinschmeißen kann. Nö. Das heißt, ich verteile die jetzt hier auf dem Boden. Achso, ne, dann schnappt sie sich nur irgendein Item-Kollektor. Deswegen sind die verschwunden. Das sind nicht die Hunde. Haha. Na gut, wir haben die größeren Kisten, die wollt ihr noch testen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Crystal Formation Drills zu bauen. Haben wir nicht. Wir haben nämlich kein Bronze. Weil wir keinen Tin haben. Wir sollten irgendwie Tin bekommen. Aber gut, das ist ein anderes Problem. Die riesigen Kisten brauche ich nicht. Die besseren Akkus wären eigentlich praktisch. Oh, brauche auch noch 150 Chitin, warum nicht? Achso, das war die Dreier schon. Die Zweier können wir noch nicht. 50 Alien-Artefakte. Und ganz viele Module. Ne, geh erstmal bei den Modulen in die Richtung. Das kostet jetzt 300 Alien-Artefakte. Es geht nicht, wir können uns nicht mehr den Fusionsreaktor leisten. Ne, wir müssen was anderes erforschen. Ja. Achso, zählt auch für Sniper-Ammo. Ja gut, dann erforsche ich jetzt mal das ganze billige Bullet-Zeug. Gut, und sammle die Knochen wieder ein. So. Weep, 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 ja. Irgendeine Mauer wird beschädigt. Mir ist wieder was eingefallen, was ich unbedingt machen wollte. Repair Packs automatisieren. Das war sogar was ziemlich Wichtiges. Ja, gleich. Also rausfahren ist heute schon mal gar nicht mehr. Das ist jetzt echt zu spät. Ich brauche jetzt mal wieder Rohre. Da. Brech das mal kurz ab. Stell ganz normal Rohre her. So. Du da nach da. Du da nach da. Ist nochmal einer angeschlossen. Du bist schon angeschlossen. Haben wir noch mehr Pumpjacks? Ja, her damit. So. So, dann gucken wir, wie es stromtechnisch hinhaut. Flup, flup, flup. Flup. So, da kannst du dich auch mal anschließen. Warte mal. Drehen, drehen, drehen. Flup, 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 flup. Und genau da geht's nicht auf. Okay. So. Brauchen wir für dich noch Strom, dafür brauchen wir Poles und wir brauchen unbedingt gleich wieder Stahl. Das geht ja sogar auf hier. Sehr schön. So, so. Untergrunddingensbummens. Gleich fertig. Dann kommt das da und dann sollte es jetzt echt reichen an Öl. Und dann gucken wir mal, ob sich das bei dem Schweröl jetzt doch geregelt hat. Da sollte mich ein bisschen was zumindest... Ja, es ist ein bisschen was. Es ist nicht null. Und in allen sind 50. Ja, okay. Was macht Skynet? Sollten wir eigentlich bei einer anderen Kiste gucken, ne? Oh, apropos andere Kiste. Na, wir haben keinen Stahl. Skynet fehlen Flying Robot Frames. Die Robot Frames sind am Arbeiten. Mach gleich das nächste. Tja. Ja, die sollten jetzt nicht mehr in die Kiste geschmissen werden. Die sollten jetzt alle hier reingeschmissen werden. Sehr gut. So, wir haben 22 Roboter.
Also seit der letzten Zählung sind 7 mehr geworden. Also 30% Steigerung. Oder so ähnlich. So, Stahlklauen. Stahlklauen, Stahlklauen, Stahlklauen. Und dann die Repair-Pack-Geschichte machen. Frage ist jetzt, welche Repair-Packs? Weil wir dürften demnächst auch die noch besseren herstellen können. Ich weiß nur nicht, ob ich das will. Also klar ist es für die Roboter angenehmer, denn nur einmal fliegen zu müssen, weil das Repair-Pack wird länger halten. Aber ob es kosteneffektiv ist, ist die Frage. Ha, und hier klaue ich keinen Stahl. Oh, und die hätte ich auch ganz gerne mal. Gib mir, dass ich nicht mehr wieder die machen muss. So, und Priorität 1, Bau, Pass, nicht große. Na, sehr schön. Jetzt haben wir das erste Mal so eine große Kiste. So. Bitteschön. Ich wollte aber eigentlich die kleinen Kisten haben. Da unten. Dafür fehlt jetzt wieder Stahl. Gib all deinen Stahl her. Ja, so viele Kisten werde ich auch brauchen. Locker. Für die ganze Roboterverzweigung. So, aus denen machen wir jetzt mal Provider Chests. Aus dir machen wir eine Provider Chest. Was? Wofür haben wir dich dahin gemacht? Achso, damit ich da von Hand was reinwerfen kann. Ja, nee, das brauchen wir nicht. So, dass sich das hier staut, ist eigentlich nicht so gut. Du bist schon eine Provider Chest. Roboports. Wir wollten Roboports bauen. Dafür fehlt Plastik. Da hatten wir doch gerade eine große Kiste. Und hier haben wir noch eine größere Kiste. Und da war irgendwas Geschossartiges gerade fertig geworden. Mitnehmen. Reinhauen. Bisschen was für uns mitnehmen. So. Mehr Roboports. Es fehlt Kupfer. Ja, nee. Zip. Bleib mal hier stehen. Ah, so geht's schneller. So, alles mit. Fließt das auch hier besser ab. Sehr gut. So, Forschung. Research. Rote bräuchte ich eigentlich. Ah, ist das schön, Chef zu sein und überall was klauen zu dürfen, ohne dass irgendjemand meckern darf. Stahl. Woran hapert es bei Stahlproduktion gerade? Am Eisen. Obwohl wir das jetzt doch extra so gemacht hatten. Was? Ja, das ist hier über... Nein. Es kommt immer noch direkt von der Gussanlage. Ja, das war nicht gut. Das war nicht geplant. Ich wollte das eigentlich umbauen. Ich hätte schwören können, dass ich schon gemacht hatte. Und ja, ich bin mir bewusst, dass ich gerade das verdränge, dass ich die Repair-Packs bauen wollte. Aber das ist auch wichtig. Also genau, das soll nicht mehr von hier aus nach da, sondern das Ding soll von hier oben aus betrieben werden. Ach, du führst nach da ganz hinten. Ja, nee, 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 nee. Mach mal einen extra Anschluss hier an dem Tank. Und der ist nur dafür da, dass das Stahlwerk seinen Stahl bekommt. Eisen bekommt. So. Viel besser. Viel, viel besser. Jo, sauber. So, jetzt die Repair Pack Geschichte. Wow. Repair Pack. Braucht erstmal Assembling Machines, also muss das abgebrochen werden. So. Brauchen wir keine 3 für, ne? Wir brauchen einfach nur die Fabrik, die Repair Packs herstellt. Die braucht dann grüne Chips und Eisenzahnräder. Können wir beides theoretisch gießen lassen? Heißt, wir könnten das hier hinhauen. Klingt interessant. Bau mal eine Gear-Mold-Geschichte. 5 Gear-Molds. Dafür fehlt bestimmt wieder Leben. Ja. Dann werden wir zum ersten Mal Zahnräder gießen. Gucken, wie das so läuft. Wo war Clay? Da. Her damit.
Lupe. Hä? Ach, da fehlt was anderes. Da fehlt Stein. Ach ja. Ja, wenigstens haben wir jetzt einen Abnehmer für Stein. Auch wenn es nur ein sehr, 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 sehr geringer ist. Ich will gar nicht. Oh. Ich will gar nicht in die Steinkisten da oben reingucken. Okay. Ich habe da eine sehr schöne Idee. Einfach mehr. So, das wäre geregelt. Bau bitte einen Gearpresser. Das heißt, wir haben den Gearpresser, wir haben Chip-Dingens und dann können wir nicht einfach Repair-Packs gießen? Das geht bestimmt nicht, oder? Forschung? Ja, ich kann wieder die 7 nicht sehen und die 6 auch nicht. Können wir das von hier aus irgendwie sehen? 5, 6, da. Brass, Tungsten und Copper, Tungsten, Gear. Und 7 macht Liquid, Copper, Tungsten, Cable, was auch immer. Nee, also wir können keinen Repair Pack gießen. Wäre auch ein bisschen komisch, weil das halt ein mechanisches Gerät ist. Im Gegensatz zu Computerchips. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Weil das ja auch nicht mechanisch ist, sondern elektronisch. Und das Repair-Dingens auch. Aber man kann nicht einfach so einen elektrischen Schaltkreis gießen. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also die Platinen, ja, da kann man das Plastik gießen in eine Gussform. Und theoretisch, wenn man eine super Anlage hätte, könnte man noch die Verdrahtung da drin drauf gießen, aber boah, nee. Das ist komisch. Ich will jetzt meine Zahnräder gießen. Das macht einigermaßen Sinn. Kann mir keiner widersprechen. Wo? Das ist ein Circuit Presser. Ich suche gerade ein Zahnrad geformtes Ding, was so ähnlich aussieht. Zahnrad geformtes Ding, was so. Achso, ist noch gar nicht fertig. Ugh. Ja, gut. Das könnten wir übrigens auch noch machen. Für die Roboter normale Zahnräder und Stahlzahnräder ins System bringen. Und überhaupt riesige Logistikkisten aufstellen. Ja, kommt alles später. Kommt alles später. Aber ja, da freue ich mich schon drauf auf die riesigen Roboterarmeen. Das wird diesmal noch viel größer als jemals zuvor. Vor allem, weil es auch wesentlich bessere Roboter gibt. Ja, wieder einer mehr. Wie viele haben wir jetzt? Das ist eine normale Kiste. Wo ist eine... Warum bist du keine... Ja, mach aus dir mal eine Dingenskiste. Da. So. Ja, 35. Von 15 auf 22 auf 36. Schöne Sprünge, schöne Sprünge. So, du bist jetzt fertig. Okay. Wir wollten dich hier oben irgendwo hinsetzen. Warte mal, du brauchtest Zahnräder und Chips. Du kannst die Chips doch einfach da draus klauen. Ja. Gut. Setz dich mal dahin. Du hättest gerne das Rezept. Du schnappst dir mit nicht vorhandenen Armen von da was. Und dann brauchen wir hier oben eine Gussanlage für die Zahnräder. So, du stellst bitte her das da. Du brauchst nur Eisen, kein Wasser. Das finde ich mal sehr erfrischend. Da. Nach da. Fertig. Sehr schön. Okay, du da, du da. Du da. Fertig. Sehr schön. Ja, irgendein Angriff wieder ist okay. Wir haben es 4.30 Uhr. Ich könnte eigentlich also gleich wieder losfahren. Und das geht ab, du. Sehr schön.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob das automatisch gleich auch von den Robotern benutzt wird. Also denke ich mal, ich hau mal eine nicht vorhandene Gib mir Kiste. Das war eine kleine. An so einen Roboport ran. Leg bitte da rein. Du hättest gerne Roboter und Roboter und andere Roboter und die Roboter. Nur schon mal so viel Zukunft. Alles an Robotern. Was bist du denn? Okay. Alles an Robotern da rein und die Repair Packs. Highly Advanced. Okay, nee, erstmal die da. Und davon irgendwie so 50 Stück. Und dann verteilen die das hoffentlich darüber. Sonst müsste ich wirklich an jedem Roboport das machen. Also an jedem Roboport in der Nähe ist von Sachen, die kaputt gehen könnten. Ja, sehr schön. Also das hätte ich auch mal erledigt und nicht aufgeschoben. Das ist schön. Ich klaue mir davon gleich mal 100 Stück. Das geht echt irre schnell. Werde ich jetzt abspeichern und in der nächsten Folge gehen wir dann wieder los und machen den Rest der Basis da, um uns so Stück für Stück die ganzen Sachen zu holen, die wir brauchen. Weil es fehlte ja echt nicht mehr viel für den Fusionsreaktor. Und wenn wir den Fusionsreaktor haben, dann brauchen wir nur noch die Schilde da zum Beispiel und Gehhilfen. Gehhilfen hätte ich echt ganz gerne. Dafür brauchen wir rote Engines, die sag ich auch schon mal ein, bevor ich das vergesse. Dum, dum, dum. Vollkommen falsche Richtung. Unten. Also genau. Nächste Folge. Aliens töten, Aliens töten, Aliens töten. Artefakte looten. Verteidigung hält soweit eigentlich. Ich sollte vielleicht dran denken, die Mauerherstellung an das Roboternetzwerk anzubinden. Dass wirklich überall immer Mauern vorhanden sind. Jetzt bin ich zu weit gelaufen, ne? Ja. Dass wirklich immer überall Mauern vorhanden sind, um Mauern zu ersetzen. Wobei bisher keine einzige Mauer zerstört wurde, glaube ich. Außer durch meine Fahrkünste. Also nicht durch die Gegner. Ha, na gut, her damit. Die Lösung finde ich hier nicht so gut. Momentan werden die alle hergestellt. Hier an grünen Chips. Keine Ahnung, warum der nicht genommen hat. Warum nimmst du die Dinger da nicht? Also momentan werden die hergestellt und nur nach da geliefert. Das heißt, wenn da gerade nichts gebraucht wird, stauen die sich hier. Wenn ich den Armer wieder anschließen würde, dann kommen alle da hin und der kriegt wieder nichts ab. Aber es ist wirklich ein minimales Problem. Es ist schon okay. Solange es keiner arbeitet, passt das schon irgendwie. Genau, habe ich jetzt genug, um die Gehhilfe zu bauen? Ja, mindestens eine. Eine reicht aber nicht, um vor Gegnern wegzulaufen. Da brauchen wir zwei oder drei. Wer damit? Vier fehlen noch. Okay. Gehhilfe in der Zukunft. Denk dran, denk dran, denk dran. Du brauchst noch mehr davon, damit du eine zweite Gehhilfe bauen kannst. Damit du mit deiner modularen Superrüstung durch die Gegend tigern kannst. Da, Schild MK2. Und 4x4 brauchen wir für den Fusionsreaktor. Das ist... Das Ding füllt sich nicht, weil wir keine Energiequelle haben. Ja, das ist okay. Bei so ein Solargenerator mal bauen, damit es sich ein bisschen füllt. Wir haben auch keine Batterien. Ja, das ist tierisch viel zu tun. Aber momentan, es scheint gut zu laufen. Gerade das mit den ganzen Flüssigchips und so weiter hat sehr, sehr geholfen. Dass wir jetzt nach und nach die Roboter automatisiert haben und das alles machen und die Ressourcen effektiver verarbeiten. Also sowohl beim Abbau Produktivitätsmodule benutzen, als auch allgemein mehr auf Gießen zu gehen. Und was läuft hier falsch? irgendwie haben wir zu viel Eisen. Warum sind das immer so krasse Sprünge von wir haben kein Eisen, wir haben viel zu viel Eisen? Es wird nicht schnell genug rausgepumpt. Ja, das lässt sich ändern. So. Okay. Ja, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Also wir haben jetzt wieder mehr als genug Eisen. Das heißt, bald haben wir wieder nicht genug Kupfer und dann haben wir danach wieder nicht genug Eisen. Aber momentan ist alles gut.
Ja, schaut gut aus. Sehr schön. Also ja, momentan schaut es echt gut aus. Vor allem auch, dass das mit dem Auto geklappt hat. Also, dass wir jetzt kurzfristig die Möglichkeit haben, Basen zu zerstören, die wir doch gleich nutzen sollten. Bis wir dann das nächste technische finden, um die Basen zu zerstören. Damit wir immer so zwischendurch kleine Möglichkeiten haben, an die Artefakte ranzukommen, um technisch auch voranzuschreiten. Aber jetzt, wie gesagt, abspeichern und dann gleich töten. Bis denne.